Manu. Ich war bei der Ruine. Maya. Ein alter Aquädukt. Es war wunderbar. Wie du gesagt hast. Ich wusste, du schaffst es! Jetzt erzähl mir alles. Die Ruine war wegen des Bebens überflutet. Ich schwamm durch Tunnel voller Aale und Piranhas. Weiter. Ich habe eine große Höhle gefunden. Und einen Steinturm, in den riesige Köpfe gemeißelt waren. Die Herren von Xibalba, oder? Unglaublich. Was noch? Es muss eine Art Aquädukt gewesen sein. Und das Unglaubliche ist, dass der Großteil davon immer noch funktioniert. 5 Meter hohe Wasserräder drehen sich gleichmäßig, wie am ersten Tag. Es war ganz erstaunlich, Manu. Diese Nähe zur Geschichte, wo jahrhundertelang niemand gewesen ist. Ich sehe sie. Ich rieche, spüre, schmecke sie. Du hast einem alten Mann Tränen geschenkt. Ich kann dir nicht genug danken. Ich möchte dir etwas geben. Manu, ich kann nicht. Ich bestehe darauf. Es ist meine erste Reliquie. Wunderschön und detailliert. Ein verzierter Schädel. Jemand, der genauso leidenschaftlich auf Erkundung geht wie ich früher, soll ihn bekommen. Lass dir niemals von jemandem deine Neugier und dein Staunen nehmen. Niemals. Danke, Manu. Die Jade und anderen Edelsteine sind mit einem Klebstoff aus Harz und gemahlenen Knochen an den Zähnen befestigt. Für die erforderlichen Vertiefungen wurde vermutlich ein primitiver, möglicherweise aus Obsidian gefertigter Bohrer verwendet. Wenn ich nur wüsste, warum Isabella auf das Kreuz klettern wollte. Dezember 1603. Als mich Lopez heute Morgen weckte, hatte er bereits ein spartanisches Frühstück zubereitet. Das hier ist unsere Bestimmung, sagte er mit einer kalten Entschlossenheit in der Stimme. Verglichen mit seinem gestrigen Verhalten war er wie ausgewechselt. Ich beendete mein Mahl, während er über göttliche Gerechtigkeit und seine eigenen Fehler sprach. Nun jedoch hätte ihm Gott die Hände auf die Schulter gelegt und ihm den Weg gezeigt. Von dieser kleinen Mission aus werden wir das wahre Wort Gottes verbreiten, sagte er und zeigte auf ein Lehmgebäude direkt hinter den Steingesichtern. Wir werden dem Auserwählten den Weg bereiten, denn nur derjenige, der ihn beschreitet, wird dieser Schatulle würdig sein. Jonah, hier steht, dass ein Fremder die Mission besucht hat. Er hat die Sekte der 7 gegründet. Vielleicht war das Lopez. Wie auf dem Flugblatt. Wir müssen dicht dran sein. Wir sollten weitersuchen. Das ist Johannes, Sohn des Zebedäus und einer von Jesus' Aposteln, auch genannt der Lieblingsjünger. Er und sein Bruder Jakobus waren für ihre Impulsivität und ihr Temperament bekannt, weshalb Christus sie Boanerges nannte, die Donnersöhne. Johannes werden 5 Bücher des Neuen Testaments zugeschrieben, das Johannesevangelium, die 3 Johannesbriefe und die Offenbarung des Johannes.
Er ist der Schutzpatron der Liebe und Treue, sowie der Schriftsteller, Verleger und Gelehrten. Eines seiner Symbole ist eine Schlange in einem Kelch, als Sinnbild dafür, dass er über die Opfer von Vergiftungen und Verbrennungen wacht. Diese grobe Skizze zeigt den heiligen Johannes, der einen Dämonenangriff zurückschlägt. Möglicherweise war diese Szene für eines der Fresken in der Mission gedacht. Eines Tages kam Bruder de la Cruz aus dem Dschungel und hauchte der Mission neues Leben ein. Wir waren nur zu dritt, als er eintraf, und Schwester Dorothea war wochenlang krank gewesen. Schon am ersten Tag machte er sich mit seinem Begleiter an die Arbeit. Eine Woche später hatte de la Cruz schon 3 Dutzend Arbeiter angeworben. Sie haben den Glockenturm instand gesetzt und bestellen die Felder, damit wir uns selbst versorgen können. Nachdem wir hier draußen so lange allein gewesen waren, hatte ich schon befürchtet, Gott würde unsere Gebete nicht mehr erhören. Doch er hat uns erhört und jemanden geschickt, der sein Werk vollbringt. Tenemos eternidades. Steingesichter beweinen Jesus auf seinem qualvollen Pfad. Zu viele starben und weitere folgen und weitere folgen und weitere folgen. Sein Licht weist den Weg. Als ich die Tür schloss, herrschte eine derart gewaltige Stille, dass ich den Atem anhielt, um sie nicht zu durchbrechen. Lopez wandte sich zu mir um, mit wildem Blick und einem entrückten Lächeln im Gesicht. Er kam mit ausgestreckten Armen auf mich zu und einen kurzen Moment lang ergriff mich Furcht. Dann umarmte er mich und seine Finger gruben sich in meine Schultern. »Ich habe sie gefunden«, flüsterte er mir ins Ohr. Er ließ mich los und schritt durch den Raum. Wände aus reiner Jade, die bis in den Himmel reichten, vollständig bedeckt mit kunstvoll gearbeiteten Mosaiken und gemeißelten Figuren. Ich folgte ihm mit einigem Abstand, als er sich einem Altar näherte und sah zu, wie er dort eine silberne Schatulle an sich nahm. Die anderen befürchten, Bruder de la Cruz und Bruder Serrano werden nicht zurückkehren. Ich habe bislang darauf beharrt, dass sie stets zurückgekommen sind und es auch diesmal tun werden. Doch inzwischen wächst auch in mir die Sorge, wir könnten sie nie wiedersehen. Und dieser Gedanke erfüllt mich mit Trauer. Wir werden ihr Werk fortsetzen. Entweder kehren sie zurück und sehen, dass wir ihre Lehren nicht vergessen haben, oder sie blicken aus dem Himmel auf uns herab und segnen uns für unsere Beharrlichkeit. Eier und eine Eklipse.
Das Kreuz sieht aus wie aus dem 17. Jahrhundert. Ist es von Lopez? Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Unter den Flügeln. Nach dieser Trübsal werden Sonne und Mond ihren Schein verlieren. Jonah, die zwei Bibelzitate. Die Sonne ohne Schein und die Zuflucht unter seinen Flügeln. Was bedeutet das? Der Reiher und die Eklipse. Das ist es. Suche einen Reiher und eine Eklipse. Eine komplette Wandmalerei. Vera Cruz, das wahre Kreuz. Ist es das, was ich denke? Das ist die Schatulle. Daran gibt es keinen Zweifel. Da, Jesus nimmt das Kreuz auf. Das sind die Stationen des Kreuzwegs. Aber es fehlen einige. Vor 1600 gab es nur 7 Stationen. Das dürfte zu Lopez' Zeit gewesen sein. Das ist einer von seinen Hinweisen. Ja, absolut typisch für ihn. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwo ein Kreuz finden können. Wenn wir die Schatulle finden, wie kriegen wir den Schlüssel von Dominguez? Uns fällt schon was ein. Hast du was? Ja. Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstation folgen. Geh, während du Licht hast.
Hier will ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Ich helf dir rauf. Hey, hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Lara! Bist du in Ordnung? Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Das muss Station 4 sein. Sehen wir uns mal die Fresken an. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert und der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Ich krieg's hin. Station 5. Jesus stürzt das zweite Mal. Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstationen? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Ich muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Sieht aus wie eine Kirche. Wir stehen da in der Kirche. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten. Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Sie tragen ihn. Sie tragen ihn.
muss mit dem Lichtstrahl den Kreuzwegstationen folgen. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung, einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Mhm. Oh, das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Die Inschrift. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele. Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Er trägt das Kreuz. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Er trägt das Kreuz. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung, einer Untergrundsekte. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung, einer Untergrundsekte. Was ist hier bloß passiert? Oh. Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann... Boom. Keine Zeugen.
Das muss die Schatulle sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Thank you.
Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Honoratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feige, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen? Hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Ja, Sir. War das Rook? Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein. Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Eins muss man ihnen lassen. Das hier ist ein großartiger Ort. Was denn noch? Wer baut eine Mission neben einem... Verstanden. Wir finden raus, wer das war. Stellt alles auf den Kopf. Ich muss rausfinden, was hier los ist. Ja. Das sehe ich mir lieber mal an. Ausschwärmen, aber haltet Sichtkontakt. Wenn du mich deckst. Mir nach. Sichert nach allen Seiten. Aus Feindgesicht! Chance auf! Wurde im Hof gesichtet. Wiederhole, euer Sekundärziel ist die Neutralisierung von Croft. Sie ist allein in der Kirche geblieben? Da drin herrscht der Chaos. Natürlich, aber es ist Croft. Es gab Wichtigeres, um das wir uns Sorgen machen mussten. Bitte, bitte, bitte versuch's hier bei uns. Ein Typ mit einer Schatulle kann nicht sehr schnell rennen. Diese Leute geben einfach nicht auf. Habe Sichtkontakt! Ziel!
zu Ende. Wir haben hier einen Feind! Fang lieber an zu laufen! Du wirst hier... Halt die Augen offen! Reiß dich zusammen! Jonah, wo bist du? Ich bin im Zuckerrohrfeld. Sie sehen mich nicht. Halt den Kopf unten. Bin unterwegs. Zuckerrohr alle Einheiten. Höchste Priorität. Findet Lara Croft. Ihr habt den Commander gehört. Weidmanns Heil. Croft, ich weiß, dass du da bist. Ich hätte dich in Sibirien töten sollen, aber Dominguez war dagegen. Meine Schuld. Aber den Fehler korrigiere ich. Jetzt. Du. Das kannst du doch. Sichtkontakt zu Croft. Sie ist bei der Brennerei. Deacon-Team, Einsatz. Deacons im Einsatz, Commander. Wir holen sie uns. Thank you.
Lopez! Jonah! Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Alles bestens. Jonah! Oh Gott. Bereit? Oh ja, alles klar. Bin okay. Was zum Teufel sollte das? Wär ich du, wär's gut gegangen. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Mann, war das blöd.